Ansonsten erwarten wir ein intensives Spiel. Paderborn ist ein starker Aufsteiger, eine Mannschaft, die nach vorne spielt, die sehr offensiv agiert, die ja, dadurch auch dementsprechend Ergebnisse erzielt hat, positiv mit vielen geschossenen Toren, aber auch Tore kassiert hat, immer sehr abwechslungsreich, und das erwarte ich morgen. Wir wollen dieses Spiel annehmen, wir haben gegen Ingolstadt sehr gut verteidigt, das ist natürlich immer eine Basis. Wir haben, ich glaube, in jeder Halbzeit 3, 4, 5 gute Möglichkeiten zum Umschalten, zum besser Angreifen liegen lassen. Das wollen wir besser machen. Wir werden auch immer mal wieder Gelegenheit haben, glaube ich, höher anzugreifen wollen mit diesem Rhythmus so ein bisschen spielen und werden uns auf das Spiel einlassen und werden natürlich alles reinwerfen, den nächsten Dreier zu holen zu Hause. Und dieses positive Gefühl, was wir auch mitgebracht haben aus Ingolstadt, einfach fortzuführen. Die Stimmung war gut. Ich glaube, dass der Sieg uns gut getan hat. Und wie gesagt, ich glaube, jedes Spiel ist anders. Das wird anders als Ingolstadt, weil Paderborn einfach anders spielt. Und ich glaube, dass sich die Fans auf ein schönes Spiel freuen können.